Hallo Leute und willkommen zu einem neuen SteamWare-Tutorial auf meinem Kanal. Ja, das ist inzwischen das vierte SteamWare-Tutorial in der Playlist, in dem dieses Video auch ist. Beziehungsweise findet ihr die Playlist auch auf meinem Kanal zur Not. Könnt ihr einige andere Tutorials angucken, in denen ich andere Sachen erkläre. Aber warum ihr hier seid, ist sicherlich der Titel. Ich habe das Video irgendwas genannt mit wie man seine Einnahmen boosten kann oder ähnliches. Auf jeden Fall, um dies zu erreichen, werden wir ein Tool benutzen, welches Randwhale heißt. Genauer gesagt ist der Randwhale ein Steemit-Bot. Und damit ihr ihn benutzen könnt, benötigt ihr ein Kapital von 2 Steam-Dollar. Ihr werdet aber jedes Mal Gewinn machen. Das Prinzip werde ich euch gleich beziehungsweise jetzt genauer erklären. Dafür wechseln wir mal kurz auf Steemit. So, wir befinden uns jetzt auf dem Steemit-Account von Randwhale. Wichtig ist, ihr müsst beachten, dass es Randowhale heißt und nicht Randomwhale, also ohne das N im Namen. Und ja, warum Randwhale, erkläre ich euch jetzt. Der Bot funktioniert folgendermaßen: Ihr müsst etwas posten halt. Also ihr braucht erstmal den Link von dem Post, den ihr boosten wollt. Was ihr als nächstes macht, ist, dass ihr dann an Randwhale 2 Steam-Dollar sendet und dabei beachtet, dass in der Memo der Link eures Postes steht. Das kann ich euch jetzt kurz an einem Beispiel zeigen. An meinem neuesten Post. Ich habe den schon geboostet mit Randwhale, also ihr kopiert den Link von diesem Post heraus. Und im Wallet müsst ihr dann 2 Steam-Dollar. Ihr könnt natürlich auch 2 Steam nehmen. Momentan ist der Preis von Steam-Dollar aber niedriger. Also 2 Steam-Dollar sendet ihr an Randowhale. Wenn ihr Randomwhale eingibt, dann seht ihr schon: Use caution sending to this account. Please double check your spelling for possible phishing. Also da hat das Team schon reagiert, da jemand da einen zweiten Account gemacht hatte und es so zu Verwechslung kam. Und ja, auf jeden Fall Randwhale, 2 Steam-Dollar und in der Memo tragt ihr den Link hier komplett ein. Steam.com, dann der Tag, euer Name und dann halt der Name des Posts. Also alles komplett einfach rauskopieren und eintragen und klickt dann auf Submit. Damit sendet ihr dann 2 Steam-Dollar an Randwhale und er upvotet euren Post. Ja, und um zurückzukommen auf das Prinzip von Randwhale, das ist ganz gut auf seinem Dings eigentlich erklärt. Also bei seinem Ort steht hier einfach Receive a Random Vote. Es bedeutet also, dass ihr von diesen 631 Steam einen Vote mit einer zufälligen Prozentzahl bekommt. Jedoch ist diese Prozentzahl nicht komplett zufällig, weil der Bot würde viel zu schnell leer gehen, würde er mit 100% voten. Deshalb ist es so, dass ihr ein Vote bekommt zwischen einem und 5% seiner Vote Power. Und zusätzlich ist noch folgendermaßen seit 3 Tagen eine neue Funktion dazu gekommen. Es gibt nämlich einen Account, der Randwhale 1 und Randwhale Bonus heißt. Und das sind ebenfalls zwei Accounts mit einigen 100.000 Steam Power. Und diese voten jetzt auch in jedem Fall auf eure Posts. Das hat einfach folgenden Grund: Durch den sinkenden Steam-Preis und die Aufgebrauchtheit des Reward Pools ist es einfach so, dass er mit einem 1% Wert von nur Randwhale keinen Gewinn machen würdet. Und ja, hier seht ihr schon die Rechnung. 2 Steam kosten momentan 1,90 $, 2 Steam Dollar 1,78 und ein 1% Vote bringt 2,67 $. Ein 5% Vote bringt 5,17 $. Und der Punkt ist, dass ihr in den meisten Fällen mindestens 3% bekommt. Oft bekommt ihr auch mehr, aber unter 3%, da müsst ihr echt Pech haben, um so eine niedrige Prozentzahl bekommen. Und selbst wenn ihr diese 2,67 $ bekommt, macht ihr am Ende immer noch kein Minus. Also dann bekommt ihr,
genauso viel zurück, wie ihr gesendet habt. Wenn ihr Glück habt, sogar etwas mehr. Und ja, und wie gesagt, einen 1%-Vote zu bekommen, das ist echt unwahrscheinlich. Hier ist nochmal detailliert erklärt, wie man also was man zu befolgen hat, wenn man einen Upvote will. Und das war's eigentlich auch schon. Was ihr noch machen solltet, ihr solltet auf steamed.com gehen und die Voting Power von Randowale checken, weil wenn er nur noch sehr wenig Voting Power hat, was normalerweise nicht geschieht, solltet ihr nicht unbedingt senden. Also wenn er noch nur 20% Voting Power hat, dann solltet ihr lieber warten. Denn je weniger Voting Power er hat, desto weniger ist sein Upvote auch wert. Und was Randowale aber macht, ist, dass er, ups, einige, also etwa alle 2 Wochen einmal, schätze ich so, eine Pause sozusagen macht, dann votet er 12 Stunden oder einen Tag lang nicht. Seine Voting Power regeneriert sich dann in dieser Zeit relativ gut und danach macht ihr auch viel Profit wieder mit seinem Post. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, alle paar Minuten votet er jemanden ab. Also auf jeden Fall gibt es sehr viel, ja, sehr viel Traffic sozusagen. Also der Bot ist sehr beliebt unter unter der Steemit Community und ihr solltet den auch benutzen, weil es lohnt sich einfach gerade als Minnow, also als Anfänger, wenn ihr nicht viel Aufmerksamkeit bekommt, reicht ein Randowale Vote, um euch zum Beispiel in den deutschen Tags in die Hot-Kategorie nach ganz oben zu boosten. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und ja, das war's für das eigentliche Tutorial. Dieser Bot existiert auch schon relativ lange, mehrere Wochen, sogar mehrere Monate, wenn ich mich nicht täusche. Ich benutze ihn auch schon sehr lange, kann ihn wirklich jedem empfehlen. Freunde von mir benutzen ihn auch. Also alle, die ich kenne, haben damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es ist mir bisher von, ich weiß nicht, 100 Votes vielleicht zweimal passiert oder dreimal, dass ich keinen Upvote bekommen habe. Aber diese 2 Steam-Dollar sind auch nicht weiter schlimm. Und ja, ich hoffe einfach, dieses Tutorial hat euch gefallen und es konnte euch auch weiterhelfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir einfach in den Kommentaren. Ich versuche sie so gut wie ich kann zu beantworten. Zur Not könnt ihr auch einfach mal googeln. Es gibt schon relativ viele Guides und Tutorials und sowas, wie man diesen Bot am besten verwendet. Und ja, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal.